Das Schöne an meinem Job ist eigentlich, dass er wahnsinnig abwechslungsreich ist. Sowohl ich als auch jeder in unserem Team weiß eigentlich gar nicht, was einem so richtig an dem Tag erwartet. Mein Name ist Sebastian Janzig, ich bin Geschäftsführer der Bützower Wärme GmbH. Von der Ausbildung her bin ich promovierter Ingenieur. Ich war lange in der Forschung tätig, habe dann als Berater, Planer, Consultant unter anderem für Stadtwerke, für andere Energieversorger gearbeitet. Ja, und bin nun glücklicherweise Geschäftsführer auch bei einem Energieversorger. Die Bützower Wärme GmbH ist der kommunale Energieversorger in und um Bützow. Wir erzeugen Wärme und Fernwärme in verschiedenen Wärmenetzen. Unser innerer Antrieb, sowohl von mir als auch von unserem Team, ist im Grunde genommen, für warme Stuben in Bützow zu sorgen und das mit einem möglichst hohen Anteil erneuerbarer Energien. Wir betreiben in und um Bützow mehrere Wärmenetze. In Bützow konkret 2 Wärmenetze, parallel dazu in Steinhagen ein weiteres Nahwärmenetz und versorgen über verschiedene Contracting-Modelle auch in Schwan mehrere Liegenschaften mit umweltfreundlicher Wärme und Fernwärme. Die letzten 40 Jahre waren die für die Bützower Wärme GmbH relativ abwechslungsreich. Ursprünglich wurde hier die Wärme und Fernwärme mit einem fast 100%igen Anteil an Steinkohle erzeugt und verteilt. Und heutzutage haben wir ungefähr einen Anteil von 50 bis 55% an erneuerbaren Energien. Nachhaltigkeit ist tatsächlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden im Rahmen der Energiewirtschaft und auch Energieerzeugung. Den hohen Anteil der erneuerbaren Energien schaffen wir zurzeit durch die Biogasanlage am Standort Königsbronner Straße. Hier ist Envitec der Anlagenbetreiber. Das Prinzip einer Biogasanlage ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, nachwachsende Rohstoffe, wie zum Beispiel Maissilage, Hühnermist, Roggen und andere nachwachsende Rohstoffe, werden in die Biogasanlage gebracht. Durch einen biochemischen Prozess wird hier Biogas erzeugt, dieses Biogas gereinigt und dann dementsprechend in BHKWs und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen verbrannt und somit effizient Strom und Wärme parallel erzeugt. Fachkräfte sind für die Bützower Wärme sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir versuchen einerseits eine hohe Anzahl an Fachkräften einzustellen und anzuwerben, diese aber auch weitergehend zu qualifizieren, da wir ein relativ breites Erzeugerportfolio für die Wärme- und Stromerzeugung hier in Bützow betreiben. Zurzeit arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen, um im Rahmen eines Transformationsprozesses den Anteil der erneuerbaren Energien in der Wärmeverteilung, aber auch in der Wärmeversorgung deutlich zu erhöhen, sodass wir nahezu 100% irgendwann garantieren können. Ein weiteres wesentliches Ziel ist natürlich die Versorgungssicherheit auch in diesen geopolitisch schwierigen Zeiten sicherzustellen, bestmöglich auch preisstabil. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden.